Hallo, meine lieben Flaschendeckel. Na, seid ihr auch so richtige Flaschendeckel? Ihr habt es nicht mitbekommen, aber wir haben gerade die Diskussion über Flaschendeckel gehabt. Deswegen schreibt doch sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass die Flaschendeckel jetzt quasi so fest an der Flasche dran sind, also an diesem Ding da. Ja, was ist denn eure Meinung dazu? Wir spielen jetzt ansonsten PUBG mit Fischi und René und mir, der Franzi. Let's go! Was ist denn eure Lieblingsflasche? Findet ihr euren Flaschenpartner? Ich glaube, Fischis Lieblingsflasche ist die Bierflasche. Warum das denn jetzt? Dreier Weste, Baby, Baby. Schmeckt halt gut. Ich trinke nie Alkohol. Ach so. Was ist Bier? Dreier Weste, Baby, Baby. Ich würde das auch sagen können. Was denn? Naja, das mit dieser Weste mit der Baby, Baby höheren Sache, Stufe. Ja, das wollen viele. Nochmal, wenn die nicht abreißt. Kommt immer drauf an. So die Flaschen, die ich jetzt im Kühlschrank habe, die sind dran so, aber. Wir wissen, wie das Ralle geschrieben hat. Die stelle ich halt auch hin. Leider mal ins Stream gucken. Oh, ich kann nicht ins Stream gucken. Du musst halt mal in deinen Chat gucken. Ach nee, war bei Franzi. Mein Chat, das geht doch gar nicht. War bei mir. Wieso geht der Chat bei mir nicht an? Ah, jetzt plötzlich, aha. Aha. Okay, pass auf, ich mach jetzt einen Mörserkill. Mit Ansage? Mit Ansage. Das wäre insane. Gibt's. Ich überlege gerade, wo man denn. Ja, doch, hier ist eigentlich ganz gut. Und wo sind Leute gelandet? Vielleicht hier. Das ist so ein bisschen, dass bei uns nichts gelandet ist. Hier vielleicht auch. Ich habe einen Schlüssel. Oh, nee, war das aber viel weiter weg. Hier so. Keine Ahnung, so in die Richtung? Doch hier? Oh. Ah. Was hier? 1, 2, 3. Warte mal. Ich sag jetzt einfach ins Blinde hinein. 350, halb links. Schauen wir mal, was wird. Hier ist ein Crossy. Wird. Ich hab kein Red Dot und nix. Ich hab kein Gummi. Hallo Nomade, was geht? Kompi AR. Hab ich. Oh, noch eine Weva. Hier liegt auch ein Red Dot, Fischi. Gerade wo ich stehe. Eine SKS gefunden. Will ich nicht. Ich will die. Aber tauschen, was hast du? Eine SLR. Ja, nehme ich. Ich habe immer noch keinen Ranked Scope. Oder beziehungsweise ich habe immer noch gar nichts auf meiner Range-Waffe. Ich laufe mal eben noch oben den letzten Compounder an. Ich würde halt jetzt zum Schlüsselraum laufen. Mhm. Achso, ist da ein Scope für mich drin? Der ist. Ja. Der war hier oben. Da. Gut, wenn da keins für mich drin ist, dann muss ich weinen. Da sind ich eigentlich immer. Nein, ich habe ein Sechsfach. Hier, warte mal. So. Mir lag ja ein Vierfach. Und ich brauche noch einen A-Stein. Hier ist noch ein Mündungsfalldämpfer, wenn du willst, 20. Ja, der war auf der Waffe drauf. Mm-hmm.
Wir sind noch achtfach. Drei Stück. Oh, ein Vielfach. Wir haben gerade 12, geil. Wir sollen einen Wangi-Polz ziehen. Einen schweren Schaft. Ja, ich brauche noch einen normalen Schaft für meine MK. Also nicht schweren. Für deine MK? Du meinst einen Griff? Ja. Nein, nein. Aber die MK kann, hat doch gar keinen Arschteil. Die Mutant wohl. Ach ja, das Mutant ist doch keine MK. MK 47. Was? Ja. Ja, aber die nennen wir doch nicht MK, wir nennen doch die MK MK! Oh. Also Tarkov schon. Ja, Tarkov Schmarkov. Tarkov, Alter. Wow. Sind wir hier in Tarkov oder was? Wir spielen hier PUBG. Denke ich das bei dem ganzen Rumgeheule. LOL? Jetzt kommt. Der größte Weiner von allen. Der Weinmann. Nee, Zulux ist gar nicht da. Ja, der meint auch. Immer, ne? Mein Raum. Aber vielleicht ist er morgen gut gelaunt, wenn er jetzt so viel geschlafen hat. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Siehst du, schon wieder geweint. Ja, schlimm, oder? So. Wo sind Gegner? Nicht ich will anders. Schießen. Kann man schießen? Ach, guck mal, die Zone ist schon wieder bei uns komplett. Die ist oh, komplett. Panzerfaust. Wieder komplett im Nix auch. AR-Kompi. Teil, bist du, Baby Baby. Baby Baby. Baby. Das haben wir alle, ne? Ja. Der trifft bestimmt. Den gar nicht. Wir könnten versuchen, uns so ein Dröppchen runterzuschießen, wenn eins kommt. Ich finde, wir sollten hier auf den Berg gehen. Okay. MK. MK. Welche? Hier ist der Chef von der Polaris. Ist er bei dir gerade? Nee. Aber ich, also das war jetzt, weil... Also das habe ich einfach nur so gesagt. Hä? Naja, MK. Ihr habt MK gesagt. Ach, ich MK, hab MK, weil der so ja. heiß. Ja. Ach Gott. Und dann hier eine Hilfe. Ja, ey, mein Gehirn. Ey, ich war so gut drauf bis hierhin, ne? Und plötzlich... Jetzt bricht's wieder ein. Plötzlich, Müdigkeit. Plötzlich hast du uns wieder. Dummigkeit. Du? Es ist schlimm. Weißt du, was da hilft? Was denn? Tischtennis. Also scheiße. Ich hab, ich also meinte nicht, Sport. Du nicht, ja, du meintest Sport. Du hast ich meinte auch Sport. Ich meine also auf den Berg hier. Was ist denn morgen eigentlich? Nicht Dienstag. So viel, ne? Dienstag, aber kein Dienstag. Alkohol. Nee. Ich finde, eigentlich hast du dir ein Bierchen verdient. Hör auf jetzt. Sag mal, ist hier nirgends ein Arschteil? Nee. Geht doch gar nicht. Es geht doch gar nicht. Ich bin jetzt hier auf dem Berg, wa? Jo, das ist schön. Ha, Arschteil gefunden. Früher musste man bei Blechdosen den Aluschniepel abreißen. Der wurde dann meist in die Umwelt geworfen und hat sich am Strand so schön in die Füße geschnitten. Damals haben auch viele gejammert, wie doof die neuen Dosen sind, wo der Deckel an der Dose bleibt. Die kriegt man nicht richtig auf und so. Ja, verstehe ich. Finde ich sehr gut argumentiert und unterschreibe ich sofort. Ich will jetzt nicht mehr sauer sein auf die Plastikdeckel. Die kann man wunderbar wegschießen. Meine Meinung wurde umgestimmt. Ich habe letztens bei einen Clip von Ronny gesehen, der war, ich weiß nicht, ob es ein Flohmarkt war oder so, aber der ist da rübergelaufen und da hat jemand Capri-Sonne verkauft für 50 Euro. Und dann stand Ronny da so im Stream und meinte, ja, warum verkaufst du Capri-Sonne für 50 Euro? Und er war so, ja, das ist eine der letzten Packungen mit Plastikstrohhalm. Oh, da sind Leute. Hier. Oh ja. Schade. Also da ist schon einer down, aber das war... Hier hinten steht ein Buggy. Ein Hit.
Oh! Schon von hinten. Seht ihr leider nicht. Das Hit. Ja, ich wollte dem Hint geben, weil... Oh nein, ich hab's nicht rausgenommen, scheiße! Doch, jetzt haben wir das Schnell-Hoch-Ding. Hochhol-Ding verballert, leider. Da oben auf Rot wird immer noch gefightet. Ich kenne die Häuser hier vor uns. Ja. Hopp, Endlock! Hier hinten. Zwölf voll geklaut. Der Mate rennt da jetzt hin. Da kommt noch ein neuer Zweier im Fischi. Ja. Sehr gut. Yeah. Danke, Shane. Oh, wir müssen. Nö. Also wir müssen nicht, aber wir sollen. Also wir können mal gucken, zumindest, wo wir hinlaufen als nächstes. Also ich würde ganz gerne mal mit der Zone spielen. Meint es doch gut. Ich habe meine gerade repariert, ich ärgere mich. Sollen wir da raufgehen und die schießen, ja, ne? Ja. Und von hinter uns schießen noch welche, aber egal. Genau, Nate's hoch. Oh, ich hab einen Kill gekriegt. Nein, der wird gemacht. Dahinter ist noch einer. I choose you! Leider keine Nades. Ja, aber hier irgendwo, ne? Gelb. Hinter blau irgendwo, ja. Schöne Nade eigentlich. Hier hinterm Stein. Oh, der hat sehr low. Knock, knock, knock. Hab den anderen. Oh, nice. Der war unten bei der Shack. Oh, hat Kompis. Der hier oben. Noch, ja, der hat auch noch einen Kompi. Ja, auch. Keine Granaten oder was? Keiner mit Granaten. Achso, warte mal, vielleicht könnte ich mir mal hier Rucksack, so einen Rucksack, falls ihr braucht. Ja. Okay. Hier ist noch so zwei First Aids drin. Ich habe 8. Ja, komm, vielleicht halt was jetzt über den Berg, ne, wo wir herkamen. Ja, hinter uns waren auf jeden Fall Leute. Mhm. Oh nein, Atahul, Finale. Oh, das weiß ich gar nicht, ob er das dann gekauft hat, aber das war so ein. Ich habe nur den Clip gesehen, wo der Typ das vorstellt und. Oh! Hier steht ein Buggy, aber der könnte von den Leuten gewesen sein, die gefunden haben. Ja, der war schon die ganze Zeit da. Ah, okay. Oh, hier eine gute Posi. Der Berg ist jetzt gerade gar nicht so schlecht, oder? Ah, wohl. Nicht so schlecht. Naja, die Häuser da könnten halt Leute sein, rechts von uns. Ja, doch. Nein, mal gucken, was die Zone sagt. Mhm. Ja, Atahul, Alter. Oh. Atahul, Alter. Oh je. Wollen wir da schon mal Richtung reingehen vielleicht? Ja. 10 Gegner. Wo, was? Ich hab gesagt 10 Gegner. Achso. Ich sehe einen Gegner, sorry. Ja, das klang voll gleich. Ja, dachte ich mir, deswegen hab ich's wiederholt. Ich bin quasi schon in Atahul drin. Ich mag den Push nicht. Du magst ihn nicht? Ich glaube, wir können hier an der Ecke. Warum denn? Ah, oh, hey, Funny! I don't know. Hallo! Hallo! Hi, na?
Ich hab vorhin schon gesagt, ich spiel lieber Edge of Circle. Was willst du lieber? Ich spiele momentan lieber Edge of Circle, das heißt am Rand von der Zone. Ja, sind wir ja. Hier hinten Gegner. Zwei Open Field. Drei Leute insgesamt. Sind schon drin hier. Ruf unten. Weg. Ja. Das sind meine Reifen, die kriegt ihr nicht kaputt geschossen. Einer läuft hier den Berg runter. Hier hinten auch noch ein Team auf Rot. Oh, der hat zwei Hits. Ich lauf links rum. Ja, pass auf. Wie soll ich das nicht tun, ne? Das sind zwei Teams, die fighten, ja. Und drittes gibt's noch. Einer hier bei Blau kommt was. Dieses Wasser hier. Blech Splash. Ach, von richtig 95 kam auch noch was. Oh. Hier ist einer hinter der Mauer. Hier zwei Leute. Zwei Hits. Einen hab ich. Passt auf, Pyramide oben ist was. Okay. Ah, ja. Also Rot hat zwei Hits von mir bekommen. Hat einen Headshot bei der Pyramide oben. Hier ist noch was drin in den Zelten. Ja, da keine Nades mehr. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hab noch Smokes und Flash. Schön. Schön. Pyramide hat wieder einen Hit. Pyramide Nock? Ja, schön, das war der eine, der mir. Flash. Hier wieder nur Assist. Oh. Was ist das hinter mir vielleicht noch was? Oh. Oh, vor mir. Oh, die sind beide low. Ich hab hier einen genockt hinter Holz. Flash. Nice. Gegen ein. Der ist schon tot. Hilfe, los, ja. Nein. Nice. Ja, let's go. Let's go. Ich brauche irgendein gutes Lied zum Tanzen. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich darf nicht mehr tanzen. Oh shit. Okay, verdammt. Schade, wir dürfen nicht tanzen. Aber ist okay. Ich habe wieder nur Assist gemacht am Ende. Aber auch okay. Wie cool ist das bitte? Mega cool. Yay, 700 Damage. Aha. Guck dir das mal an, ey. Maschinski hier. Ja, tschüss, YouTube. Geil, Alter. Wenn ihr auch so eine Maschine hören wollt. Holy, meine Freunde. Ah, Ausrufezeichen Holy in den Chat. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go,